Hallo, meine Damen und Herren. Willkommen zu einem weiteren. Bah! Ah! Ah! Danke, das Video. Für euch. Das sind ja Bots. Was ist denn hier los? What the fuck? Oh, Babbler! Richtiger Botlauf! Oh, gut! Sag mal, was ist das? Was ist das denn? Jetzt will ich hier ein gemütliches Dankesvideo aufnehmen und da habe ich nur Kackbots am Start. Was ist alle los? Ich will mal wieder Danke und vor allem natürlich auch Willkommen sagen an alle Neuen, die jetzt hier an den Start gekommen sind über die letzten, ja ich sag mal 4 Wochen. Also ich habe gerade die letzten 4 Wochen recht aktiv wieder hochgeladen, versucht hochzuladen, habe es auch gemacht. Und siehe da, schon gönnt einem YouTube den absoluten Boost. Und wir haben innerhalb von diesen 4 Wochen, ich glaube, 150 neue Babbler und Babblerinen und Mandarinen dazugewonnen. Was mich natürlich sehr, sehr freut. Auch, dass viele von euch in die Streams reingucken. Oh, der hat aber komisch geguckt. Ist höchst street. Klar, langsam füllt sich's, aber ganz langsam. Es ist ja langweilig. Vor allem hast du dann die paar Menschen am Start, die halt dann ultra hardcore irgendwo am Dingens rumkampieren hier. Na gut, Horst ist ja gelaufen, immerhin. Ja, also ich möchte, wie gesagt, alle recht herzlich begrüßen, die jetzt frisch zu uns rangekommen sind. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es gefällt euch weiterhin und ihr bleibt auch ein... Sagen wir nur Bots? Und ihr bleibt auch ein bisschen am Start. Die letzten paar Videos sind ziemlich gut bei euch angekommen. Das hat man auf jeden Fall gemerkt. Diese Talks über Updates, aber eben auch Overwatches und sowas. Das scheint nach wie vor was zu sein, was sehr, sehr gut ankommt. Ich gucke auch, dass ich es weiterhin schön laufen lasse, dass der Content rankommt. Aber das hier mit den Bots ist gerade wirklich ein bisschen... Es ist ein bisschen lächerlich. Wie viele Menschen sind wir hier? 4 oder 5? Ah, das war einer. Weißt du, der am bottigsten gespielt hat, das war ein Mensch. Oh Mann. Da ist er, da ist er. He's a mannequin. Die Bots sind krass, Ich habe auf YouTube irgendwann diese Abo-Jagd sein lassen. Also ich habe mir damals gesagt, ich möchte 10.000 Abonnenten haben. Das war so mein Ziel. Und das hatte ich halt erreicht und dann war es irgendwie weg. Mir war natürlich weiterhin klar, dass ich YouTube nicht einfach liegen lasse oder sowas, ne? Also, dass ich logischerweise weiterhin schön für euch Content produziere. Aber dieser richtig krasse Zug, den ich damals hatte, also dieses Durchgepoweren, gut, da hatte ich auch viel mehr Zeit damals als heute, das ist halt auf jeden Fall verschwunden. Also, ich habe, glaube ich, Zeiten gehabt, da habe ich über Wochen hinweg jeden Tag 2 oder 3 Videos hochgeladen und über, ich glaube, fast 2 Jahre lang 1 Video pro Tag hochgepusht. Das war natürlich insane. Aber ja gut, das Ziel wollte ja auch irgendwie erfüllt werden, ne? Diese 10.000 Abos kommen ja nicht von alleine. Ich werde ja gerade ein bisschen gespawnt, trappelt hier, scheiße, ich muss mal weg. Ach, der eine hat sich schon das Knife gesnackt, der ist wahrscheinlich durchgehend durchgerannt und hat sich die Bots geholt. Da ist er, das ist er, der mit dem Knife. Der Horst! Ach, der war die ganze Zeit im Haus! Der hat mich 2, 3 Mal im Haus gekillt. Vielleicht hole ich ihn noch... Oh, er wurde sogar geknifed? Oder ist er gegangen? Ich sehe ihn nicht mehr bei der Ding. Der ist wieder auf die Schrot zurückgefallen. Oh, fuck. YouTube ist über die, über die letzten paar Monate halt wieder recht gut machbar geworden. Also ich habe halt von der Zeit her wieder ein bisschen, ja, mehr halt. Beziehungsweise hat meine Zeiteinteilung jetzt einfach anders geregelt. Jetzt habe ich schon 3 Leute knife, ach du Scheiße. Jetzt muss ich gerade ein bisschen lucky sein hier. Hallo, geschwind. Unter mir ist einer, oder? Oh, fuck, der ist voll weit weg. Ach du Scheiße. Ah, Horst, Glück gehabt, du Lacker! Ja, ich konnte meine Zeiteinteilung eben ein bisschen besser jetzt führen und habe auch noch Sneasel als Hilfe dabei. Sneasel schneidet hier immer mal wieder ein Video mit dazu und ja, da komme ich halt dann natürlich besser rum, ne? Die Thematiken, wenn man reinguckt, das Update war zum Beispiel eine interessante Sache, worüber ich dann ein paar Videos machen konnte. Davor auch die Rank-Anpassung. Es ist wieder alles ein bisschen interessanter geworden, also für mich selbst, um ein Video darüber zu machen. Weil nach bald 20 Jahren Counter-Strike, wie es halt bei mir der Fall ist, ist an dem Spiel, also an Counter-Strike an sich, jetzt nicht an Global Offensive, sondern generell Counter-Strike, es ist halt irgendwann so, das waren jetzt auf jeden Fall nette 4 Wochen und ich will es auch so weiterführen, also dass ich im besten Fall so alle 2 Tage ein Video bringe, wenn es nicht dann ganz so klappt, alle 3 Tage und dann sollte das eigentlich laufen. Ich gucke, dass ich mir leckere Themen für euch aussuche, so wie auch diese Source 2 Geschichte, auch so ein paar Sachen neben der Reihe und natürlich darf man auch nicht vergessen, was die CSGO bei mir mit Spaß angeht, ist halt auch über E-Sport, der Spielspaß bei mir stark gestiegen, also die letzten paar Jahre sind wir so vor uns rumgedümpelt, damit Matchmaking unter Faceit und ich habe beides nicht wirklich gefühlt und jetzt haben wir E-Sportler am Start und spielen da seit bald einem halben Jahr, glaube ich, und da macht mir es auch richtig Spaß, nach Elo zu grinden. Das ist zwar eher halt auf Twitch dann der Fall, aber das hat mir auch wieder mehr die Flamme aufgedreht, was CSGO angeht. So, und natürlich machen wir jetzt auch das Giveaway wieder weiter oder fertig. In dem Giveaway ging es um diese AK-47 Slate und wenn man bei dem Teil mitmachen wollte, dann musste man etwas über das Knife-Giveaway schreiben auf Twitch. Wir haben nach wie vor ein dickes Knife-Giveaway am Start und zwar dieses lecker Teilchen und dazu musste man eben was schreiben, ob man halt dabei ist oder nicht oder wie auch immer. Dann hauen wir den Link hier rein, hauen die duplizierten User eben raus, rechnen diese Rechnung, Show Random Names, was ist das denn? Es gibt jetzt eine Animation, die testen wir mal.
und getten mal die Comments. 58, Leute, vielen, vielen Dank. Letztens habe ich schon gesagt, wir haben, glaube ich, da die meisten Kommentare gehabt, schon seit langem, aber das 58 ist not bad. Könnte auch das neue Maximum sein, zumindest der letzten paar Monate. So, also denkt dran, es muss über das Knife Giveaway irgendwas kommentiert worden sein, so als Code Phrase. Einiges war trotzdem ein bisschen komisch im Overwatch. Pre-Aim war an gewissen Stellen da. Bin nicht dabei, weil ich kaum Zeit für die Streams habe. Azerox, alles klar, das zählt auf jeden Fall. Somit bist du der Gewinner. Der AK47 Slain. Azerox, ich hoffe, du freust dich. Azerox, du schreibst also bitte unter dieses Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Dann schreibe ich darauf, also ich antworte darauf, hey cool Azerox, nice. Schick mir bitte deinen Trade-Link. Und dann schickst du mir deinen Trade-Link in einem neuen Kommentar. Nicht als Antwort, sondern neuer Kommentar, weil Antworten können untergehen. Die bekomme ich nicht als neuen Kommentar angezeigt, ist ein bisschen krepelig. Und da sich YouTube bei Verlinkungen aufregt, schickst du mir einfach deinen gekürzten Trade-Link. Also hier ab Partner einfach. Also sowas wie hier, yo nice, hier ist mein Trade-Link. Und natürlich gibt es heute auch wieder für euch ein neues Giveaway. Und zwar diese wunderbare Stettrek USPS Black Lotus. Richtig, richtig, richtig geiles Teil. Um hierbei mitmachen zu können, schreibt ihr mir einfach Folgendes. Und zwar, wie findet ihr folgendes überkrasses Knife? Dass es nach dem aktuellen Knife-Giveaway im nächsten Knife-Giveaway auf Twitch gibt. Krass, überkrass oder super-duper-krass? Das Ding ist von einem Zuschauer, und zwar von Partamek, gesponsert. Er meinte am Dienstag im Stream, weißt du was, Babbler? Wenn euer aktuelles Knife-Giveaway rum ist, habe ich ein neues Knife für euch. Ich suche noch geschwind eins raus. Dann hat er das hier geschwind bei Skinbaron gekauft und gesagt, guck mal da, das schicke ich dir jetzt dann demnächst, wenn die Trash-Sperre rum ist, kannst du dann das Giveaway raushauen. Das ist wirklich absolut insane und ja, dazu möchte ich eure Meinung bitte wissen. Gut, meine Damen und Herren, würde ich sagen, machen wir den Deckel wieder drauf. Wir sehen uns also gleich auch wieder live, wer Zeit hat, ab 18 Uhr im Livestream. Wir streamen dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Und zu den Giveaways im Stream kurz und knapp. Diese Knife-Giveaways gibt es immer einmal im Monat oder alle zwei Monate, je nachdem, wie groß das Knife halt ist. Und in jedem Stream haben wir sonst halt immer ein normales Giveaway, bestehend aus zwei Skins, einem Graffiti und einem Sticker. Das gibt es immer, also dreimal die Woche kann man sich absnacken, einfach dabei sein und mitmachen. Somit bin ich durch, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis gleich im Livestream. Danke für die Kommentare, danke für die Likes. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken, fette Mutter auf die Instagram.